So, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Mia und ich sind gerade am Stream, Dienstag, Donnerstag, Sonntag ab 19 Uhr. Und ich habe heute ein Paket bekommen und das wollen wir uns mal angucken, weil das ist eine Neuheit aus Russland. Und dieses Paketchen werden wir jetzt entpaketieren. Dazu gehen wir aber auf diese Kamera. Ich habe ein Paket von Kraken bekommen. Kraken ist ein Buka-Tobacco, aber einen sehr besonderen. Und Digga, da merkt man einfach, dass sie das ernst nehmen. Die haben mir also einen 8-seitigen Aufsatz mitgeschickt, den ich erstmal studieren muss. Weißt du, wofür ich richtig lebe? Für den Effort, da die passenden Emojis überall dahinter zu schreiben. Stimmt, das sind echt voll viele Emojis. Wer sich das 8 Seiten angetan hat, ist... Guck mal hier, das geht also... Ja, deswegen. Mal, ganz wichtig, dann nochmal 3 Emojis, weil da auch 3 steht. Ja. So, also es ist schon das fertige Produkt, aber es sind noch nicht die fertigen deutschen Dosen. Ich habe erstmal eine Vorabversion hier bekommen. Das hier sind aber die fertigen russischen Dosen. So sehen die aus. Erstmal mit so einem coolen Schimmer-Effekt. Ein Ligador ist ja der Typ, der die Tabakblätter bei Zigarren auswählt übrigens, oder? Ich finde, die Verpackung sieht aber auch aus wie so russische Süßigkeiten. Könnte es sein, ja. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall Creamy Waffles. Hier haben wir Lemon Cake. Dann haben wir unten noch Gooseberry, Passion Fruit. Grapefruit kommt aber später. Und Krakentabak Original. Und hier war Lychee Strawberry. Boah, und für 2 müssen wir uns jetzt entscheiden. Hast du schon dran gerochen? Nee. Der riecht tatsächlich geil. Oh ja, Mann. Boah, der riecht wirklich sehr herb, lecker. Aber ich hätte nice. Bei Waffeln hätte ich gedacht, ja komm, okay, den probiere ich. Der riecht schon sehr gut. Boah, Passion Fruit hätte ich Bock. Ja, nicht übel, könnte aber intensiver sein. Mhm, sehe ich auch so. Aber Passion Note Fruit ist gut. Die Passion Fruit Note an sich ist vielleicht sogar das, was am geilsten an den alten Maracuja rankommt. Lychee Strawberry will ich auch noch dran riechen. Magst du Lychee? Magst du die Frucht Lychee? Hast du schon mal gegessen? Ja, der riecht ein bisschen Ligoren. Weißt du, was ich meine? Der riecht aber mega gut. Der riecht krass, aber der geht schon in die Richtung Strawlidge. Lass mich nochmal riechen. Hier riech nochmal. Ich glaube, es ist so ein Snack, den es bei Penny gibt. Der riecht genauso. Vielleicht mischen wir auch einfach den Lychee, nee, den Passion Fruit, Lychee Strawberry. Seh aber das ist eigentlich nicht so doof, oder? Ja, ich finde es auch doof. Guten Tag, liebe Studenten. Bitte begeben Sie sich jetzt auf Ihren Platz. Klappen Sie Ihre Hefte, iPads oder auch MacBooks auf. Wir gehen jetzt rein in den Krakenaufsatz. Okay, let's go. Für die Herstellung des Kraken Cigar Leaves werden Zigarrentabakblätter verwendet. Die teuerste Tabakware ist selbstverständlich die Zigarre. Zigarrentabak hat im Gegensatz zu den Zigaretten verwendeten Tabaksorten ein vielfältiges Aroma und einen angenehmen Nachgeschmack. Sabba Smiley. Wichtig. Medium Seco, das müssen wir uns auf jeden Fall noch angucken, weil das steht auch auf den Dosen. Und ich glaube, deswegen müssen wir das auf jeden Fall noch wissen. Sie wissen bereits, dass alle Zigarrentabake eine höhere Intensität haben und nicht für jeden angenehm zu rauchen sind. Die Aufgabe des Unternehmens war es, ein mittelstarkes Zigarrenblatt für ein angenehmes Rauchergebnis zu finden. Dabei handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus 3 Sorten von Seco-Zigarrentabak. Mild, aromatisch und mit einem angenehmen Nachgeschmack. Gut, dann regen Sie sich noch ungefähr 5 Absätze lang auf, dass Shisha ja eigentlich ein Verdampfen ist und kein Rauchen ist. Ist richtig. Und schließen das damit ab, dass Sie sagen, nun wenn die Bezeichnung Rauch bereits etabliert ist, können wir das nicht ändern. Klar ist Shisha Rauchen, naja. Nee, es stimmt nicht so ganz. Theoretisch ist Shisha Verschwelen an Tabak und du ziehst dann den Schwel ein. Ja. Wir nehmen uns den Lychee Strawberry. Das ist der S11 in Medium Seco. Machen wir mal auf hier die Kiste. Okay, der ist aber eigentlich gar nicht so schlimm geschnitten. Wir haben erstmal so ein bisschen Must-Have-ähnliche Dosen. Boah, der Geruch ist gerade echt nochmal viel krasser geworden, ne? Aber die haben alle wirklich so einen leicht fermentierten Geruch. Ich meine, ist ja auch fermentierter Zigarrentabak, aber ich finde, das riecht man halt auch. Ich werde den auch erstmal maximal auf leichten Noppenkontakt rauchen. Ich denke, bei Zigarrenblend ist das die bessere Alternative. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das jetzt ein Tabak ist, wo der erste Kopf nicht geil wird und man sich da erstmal richtig rantasten muss, in welchem Setup das Ding wirklich am besten läuft. So. Köpfchen ist fertig. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe es, wie gesagt, leicht unter den Rand gebaut. Will ja auch nicht, dass er mich jetzt komplett aus dem Leben ballert. Und ich weiß noch nicht, wie stark der ist. Wir machen unseren Kalaut 1 Plus Nieres obendrauf. Und dann kann es losgehen. Machen wir mal Kohle rein. Ich bin eigentlich versucht, mit 3 anzurauchen. Auch wenn ich normal bei neuem Tabak erstmal ein bisschen abwarte und gucke, würde ich sagen, dadurch, dass wir hier so einen Dark Blend haben und einen Zigarrenblend, die tendenziell vielleicht erstmal ein bisschen mehr Hitze brauchen, um auf Touren zu kommen, machen wir erstmal 3 Kohlen drauf. Mhm. Der stand jetzt eine Sekunde. Dann können wir mal gucken. Zieh weg die Soße. Sehr angenehm. Ja? Ich merke ein bisschen was in der Lunge, aber nicht mehr, als würde ich einen Must-Have oder so rauchen. Ich muss noch ein bisschen anrauchen. Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal die Kohle runter. Wir bringen den ganz gemütlich auf seine Betriebstemperatur. Ich zeige euch mal die Rauchentwicklung.
ist jetzt auch nicht scheiße, aber geht normal mehr. Ich muss halt auch sagen, ich habe auf Abstand gebaut. Also kann ich es wahrscheinlich nicht 1:1 vergleichen mit einem schönen Vollkontakt oder so. Die Aromen sind lecker. Er hat aber so einen eigenen Beigeschmack. Das muss man mögen. Ich kann mir vorstellen, für Leute, die gerne Dark Blend rauchen, könnte das schon interessant sein. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Da musst du dann Bock drauf haben in der Situation. Da wirst du nicht Köpfchen nach Köpfchen nach Köpfchen wegballern. Aber ab und zu, wenn du denkst, weißt du was, jetzt mal einen Kragen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Den Lychee Strawberry im Vergleich zum Strawlitch. Ist schwer der Vergleich mit dem Must-Have. Ja. Super schwer. Also ich glaube, es geht halbwegs in eine ähnliche Richtung, wenn man halt diese Zigarrennote sich so ein bisschen versucht wegzudenken. Aber ist lecker. Ich habe jetzt gerade doch nochmal eine Kohle auf Kipp oben drauf gepackt. Er ist immer noch angenehm zu rauchen und die Rauchentwicklung ist aber deutlich besser geworden. Ja. Ich bin gespannt, wie der Creamy Waffles noch sein wird, weil der auch sehr krass gerochen hat. Und das mit dieser Tabaknote könnte sau interessant werden. Mhm. So, dann bauen wir mal das zweite Köpfchen. Diesmal haben wir den Creamy Waffles. Hat krass gerochen. Wir haben wieder Must-Have-ähnliche Dosen. Und der Schnitt ist aber gröber, würde ich sagen. Boah, aber wenn der auf ist, riecht der fast ein bisschen zu intensiv. Wir packen den mal hier in unsere Harmony Bowl. Und vielleicht sind wir dieses Mal ein klein bisschen mutiger vom Kontakt. Weißt du, woran er mich ein bisschen erinnert? Wie heißt denn hier dieses cremige Likör? Baileys. Baileys. Ja, das stimmt, das ist ähnlich. Er riecht ein bisschen wie Baileys. Okay, so sieht unser Köpfchen aus. Gebaut ist er. Wirklich knapp unter den Rand diesmal. Er ist ein bisschen widerspinstig an der einen oder anderen Stelle. Aber abgesehen davon sieht das Köpfchen so aus. Hart und herzlich, beste. Ich wusste nicht, dass es gibt, ne? Nicht übel. Wirklich? Nicht übel. Aber ich glaube, ich muss trotzdem die Kohle runternehmen. Fazit Creamy Waffles. Ich habe ihn jetzt eine ganze Zeit lang geraucht. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Absolut in Ordnung. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt in Virginia schön auf Vollkontakt baller oder so, dann ist das noch ein bisschen mehr. Ich denke, der würde genauso qualmen, wenn ich dem genauso hart geben würde. Der ist aber eher auf einem leichten Noppenkontakt gebaut oder auf einem relativ normalen Noppenkontakt, aber nicht krasses Kontakt-Setup. Er riecht erstmal süßer, als er ist. Er ist ein sehr herber, leicht cremiger, geht so Richtung Baileys Gefühl so ein bisschen, so eine Teignote. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, dass es Waffel ist. Er ist schwierig zu beurteilen, weil dieses cremige mit diesen Tabakaromen, die man auf jeden Fall wieder raus hat, diese Zigarren-Tabakaromen hat man. Es wird, glaube ich, ein absoluter Liebhaber-Tabak sein. Also ich glaube, das ist generell bei dem Kraken-Tabak. Dadurch, dass es ein Zigarrenblend ist, wird das eher für eine kleine Zielgruppe sein, die das aber sehr wertschätzen. Ich könnte mir den extrem geil vorstellen, um den zum Beispiel so mit so Sachen wie White Cake oder sowas zu mischen. Dass man da noch so ein paar Tabakaromen mit reinbringt, könnte ich mir sehr geil vorstellen. Wie viele Leute davon wirklich pur Köpfchen ballern werden, weiß ich nicht. Allgemein zu Kraken, nachdem ich jetzt zwei Köpfe geraucht habe, also absolut Ersteindruck, ausgefallen. Besonders, ich glaube, für einige Leute eine krasse Bereicherung. Für die breite Masse eher schwierig, aber zum mit reinmischen könnte das da auch sehr geil werden. So viel zu meinem Ersteindruck von dem Kraken-Tabak. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.